Hey und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Mario Galaxy. Mit Let's Play Mario Galaxy. Bam! Und wir sind immer noch hier beim Luftblasen-Dingsi. Und wir müssen anscheinend hier diese Sternsplitter-Dingsis einsammeln. Boah, Alter, das ist ein bisschen schwer, das Ding hier einigermaßen korrekt zu steuern. Ich habe da drüben noch einen gesehen. Wow, das ist so ein Schatten, okay. Und ich habe immer noch keine großartige Ahnung, wie ich das richtig kommentieren soll. Und jetzt kommt Zooms. No, okay, dann geht's hier weiter. Ich hoffe, die nächste Mission macht wieder mehr Spaß zu kommentieren. Das ist nämlich gerade nicht ganz so. Okay, die Flugbahn reicht natürlich so, dann kann ich eigentlich hier so hochrutschen langsam und ich werde trotzdem das Ding fangen. So, da ist auch schon der letzte. Und zack. Okay, das ist wo? Oh, es leckt gerade, es leckt. Aber übelst. Okay, jetzt hat sich's wieder eingetrudelt. Oh nein, es hat sich nicht eingetrudelt. Boah, Alter, was ist jetzt gerade los? Hallo? Ah, ist das herrlich. Ja, Leute, ich würde einfach mal sagen, dass wir uns gleich wiedersehen, wenn der sich richtig eingetrudelt hat. Also dementsprechend, bis gleich. So, und da bin ich auch wieder. Ich hoffe, dass er sich jetzt eingependelt hat. Weil das war ja gerade ein bisschen unspielbar. So. So, zadüsch. Boah, das waren jetzt viele und ich habe die meisten davon verpasst. Oh, noch mehr. Ich dachte, das wäre es jetzt schon gewesen. Okay. Fernbedienung soll schon. Maus. 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 So rein. Ich muss. Ich lass mich einfach mittreiben. Ich gehe hier raus. Merke, dass da viele, viele Sternteile sind. Ich alle auch hoffentlich so gut wie möglich mitnehmen. Ja, ich hab's alle. Wunderbar. Bitz. Und jetzt hier rein und dann gehen wir hier raus. Um hier. Nein, hier nicht. Hier. So, zirk und Bitz, Bitz, Bitz. Andutschen, andutschen, andutschen. Hier. Jetzt hier rein. Hier, hier. Ja. Hallo. So. Natürlich bin ich jetzt nicht ganz so schnell unterwegs. Boah. Und weiter, 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 weiter. Langsam. Langsam und behutsam. Oh, weia, weia, weia. Nein! Ja, ich habe ein Leben bekommen und es ist auch direkt wieder verloren. Ja, ich starte da. Zum Glück, ey. Okay. Maus. Das war ein bisschen sehr schnell. Summ, summ, summ. Summ, 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 summ. Okay. Wow. Und jetzt kaputt. Und weiter. Oh nein, nicht da. So, jetzt.
Okay, jetzt zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom, zoom. Na, das interessiert mich jetzt eigentlich herzlich wenig, denn ich hab's ja geschafft. Ich bin jetzt bei dem Stern angekommen. Hier wird der Wedem. Rubadum. Babam. So, Test. Seifenblase? Oder irgendwie so ähnlich hieß das, haben wir jetzt abgeschlossen. Testblase einfach nur. Okay, das hört sich an wie ein Name. Von. Irgend so ein. Name von. Was weiß ich, was für ein. Was? Was war das? Ich hab's so schnell weggedrückt. Bibliotheksbilderbuch? Was? Irgendwas ist in der Bibliothek freigeschaltet worden, aber ich habe ein bisschen zu schnell geklickt. Als dass ich es mir hätte merken können. Mama, liest uns Bilderbuch hervor. Bilderbücher, oh, Bilderbücher. Ja, wie schön. Oh, oh. Rosalina, was machst du denn da? Buchen uns. Dann lass uns beginnen. Mia schlagt das Buch auf. Mit weißen Seiten. Erstes Kapitel. Zu zweit. Diese Geschichte ist schon so lange her, dass man sich kaum an sie erinnert. Auf einem kleinen Stern entdeckte ein Mädchen ein rostiges Sternschiff. In ihm lebte ein kleines Sternkind. Das Mädchen fragte das Sternkind: Wer bist du? Was machst du hier? Dieses antwortete: Ich bin Luma und warte auf meine Mama. Sie kommt auf den Rücken eines Kometen, um mich abzuholen. Luma wartete schon eine ganze Weile. Tag und Nacht. Oh, ich werde den Himmel für dich absuchen. Vielleicht finden wir so deine Mama, versprach das Mädchen. Als es Nacht wurde, nahm das Mädchen das Teleskop seines Vaters und richtete es auf den Sternenhimmel. Stundenlang suchte es den Himmel ab, aber den Kometen von Lumas Mama sah das Mädchen nicht. Und so wartete es mit Luma Tage, aus denen schließlich Jahre wurden. Aber vergebens, das Mädchen sagte seufzend zu Luma: Weißt du, wenn das so weitergeht, werde ich hierüber noch eine alte Oma. Doch dann hatte es eine Idee. Lass uns deine Mama suchen. Zusammen mit Luma brachte das Mädchen das Sternschiff wieder auf Hochglanz. Scheiß Fernbedienung hat die ganze Stimmung zerstört. Und dann bestiegen sie das Schiff und machen sich auf die Reise zu den Sternen. Die Suche nach Lumas Mama hatte begonnen. Zweites Kapitel: Sternenstaub. Seit dem Beginn ihrer Reise waren mehrere Tage vergangen, aber bisher hatten sie weder Lumas Mama noch einen richtigen Planeten gefunden. Alles, was sie zu sehen bekamen, waren trostlose Felsklumpensterne. Hätte ich gewusst, dass das so lange dauert, hätte ich mir mehr Marmelade mitgebracht, sagte das Mädchen, seinem hungrigen Bauch reibend. Roggenbrot und Milch, Himbeermarmelade und schwarzen Tee, der nach Aprikosen duftete, hatte es in seinen Rucksack gestopft. Doch eine wesentliche Sache fehlte. Wie konnte ich nur Wasser vergessen und ich schusse, sagte es und ließ den Kopf hängen. Als Luma das sah, musste er laut lachen. Ich bin zufrieden, solange ich nur meinen Sternstaub habe. Wie wär's? Probier doch auch mal. Darauf entgegnete das Mädchen bissig: Haha, das findest du wohl witzig. Aber wie es ihn so lachen sah, wurde das verdutzte Mädchen von seinem Lachen angesteckt. Du hast recht, ich nehme einen Bissen. Er zerrte das Schmetterlingsnetz seines Bruders aus dem Rucksack und die beiden begannen Sternstaub zu sammeln. Das Mädchen streckte sich dabei aus dem Sternschiff, wobei es mehrmals beinahe aus dem Schiff gefallen wäre. Der Sternstaub schmeckte wie süßer Honig. Hm.
Das reicht für heute. Okay, wir haben eine kleine Geschichte über ein Mädchen und einen kleinen Luma gefunden, die, beziehungsweise gehört, die zusammen auf der Suche nach der Mutter für das kleine Luma ist. Und ja, ich hoffe mal, dass da alles gut wird, ne? Und so, zack. Dann wir müssen jetzt erstmal weitermachen. Moment, ist vielleicht hinter dem Haus zufällig irgendwas? Ich gucke einfach mal. Sieht nämlich so verdächtig aus. Nein, ups. Nein. Okay. Dann gehen wir zurück in die Küche. So, mal gucken, was haben wir denn für Mission? Was war das? Glasstrandgalaxie. Phantomgalaxie. Machen wir mal Glasstrand. Hört sich schön an. Nach all dem schwarzen, dunklen Zeugs muss ich mal wieder was Helles haben. Oh, wir machen. Was gibt's da? Meeresboden. Das heißt, wir müssen wohl schwimmen. Schwimmen. Sieht doch nett aus. Okay, da ist ein Pinguin. Die Melodie hatten wir doch auch bei Testsurfen, oder nicht? Cool. Pinguin, was sagst du denn? Nein, ich will nicht auf den Pinguin drauf springen. Sprechen. Das ist das Bad dieser Pinguine, der Glasstrand. Sehr schön. Moment. Ich muss ihn drücken. Ach ja, das musste ich drücken. Jetzt habe ich die Steuerung wieder. Ich hatte mich nur kurzzeitig nicht an die Steuerung erinnert. Moment, was ist das? Ein. Okay, Sternsplitter suchen. Dürfte ja nicht so schwer sein. Da sind noch welche. Ne, nicht nur welche, da ist einer. Ja, komm. Klapp dich auf. Und wir haben den zweiten. Gut, wo könnte der dritte sein? Moment. Das ist eine einfache Luftblase. Ich habe aber so viel Luft, ich werde wahrscheinlich kaum nachholen müssen. Die Luft. Sind das die restlichen? Nein, das ist eine Münze. Was? Dreh dich rum. Dreh dich runter. Das war auch eine Münze. Dann war hier vielleicht noch was. Ja, auch Münze. Okay, dann mal hier oben. Vielleicht hat man ja hier oben ein bisschen was. So. Boah, ich habe die Batterien gerade erst aufgeladen. Also, das kann doch nicht schon leer sein. Ah, da hätte ich auch so drauf kommen können. Okay, ich bin doof. Da unten ist eine Röhre. Ich gucke aber erstmal, was hier so ist. What the hell? Was willst du? Ja, ach so, der spricht nur die Glitzersterne-Dingsies-Splitterteile da an. Ich würde einfach sagen, komm. Weil es eine Röhre ist. Klettern wir einfach mal in die Röhre rein. Okay. Ja. Okay, kapiere. Nein! Naja, machen wir einfach mal hier an dieser Stelle Schluss und ich denke, dass wir uns dann beim nächsten Mal hier in diesem komischen Raum wiedersehen und die versuchen zu erkunden. Also, bis dahin!